Herzlich willkommen zum Modul E Artefakte erstellen. Was ist ein Artefakt? Artefakt, das kann ein Text sein, das kann eine Abbildung sein, ein Schaubild, ein Mindmap. Es geht darum, dass Sie anfangen, etwas zu schreiben, zu gestalten, und dabei unterstützen Sie Ihren Lernprozess. Wie geht das? Schauen wir mal hin, was Frau Kotwell dazu schreibt. Es gibt so bestimmte Tricks zum Loslegen. Man sollte zum einen sich eine Fragesammlung aufbauen zu einem Thema, also wo man einfach sich Fragen stellt, was, worum geht's, wo wird etwas angewandt, wann macht man etwas, warum macht man etwas, wann geschah etwas, wo geschah etwas und so weiter und so fort. Einfach sich Fragen sammeln, die man zu einem Thema hat. Ganz wichtig sind meiner Meinung nach Zusammenfassungen. Schreiben Sie Zusammenfassungen von den Themen, und das auch, also gerade bei Fächern, wo es um Wissenswiedergabe geht, immer wieder Zusammenfassungen schreiben und die dann ab einem bestimmten Punkt dann auch einfach aus dem Gedächtnis schreiben. Textverarbeitung ermöglicht Ihnen, Texte zu schreiben zu einem Thema und die nachher zu bearbeiten. Das heißt, Dinge auszuschneiden, umzustrukturieren und gegebenenfalls auszudrücken, mit anderen austauschen. Und später werden wir nochmal sehen, wie man das zusammen mit anderen schreibt. Listen sind auch immer gut. Das haben wir schon bei Remember the Milk zum Beispiel gesehen. Das sind ja im Grunde auch Aufgabenlisten. Und Listen haben den großen Vorteil, dass man einfach erstmal was runterschreiben kann und dann nachher sortieren kann. Wenn man eine neue Idee entwickeln will, dann gibt es verschiedene Formen des Brainstorming. Hier geht es vor allem um das Schreiben. Das heißt, man brainstormt erstmal alleine, und dafür kann man zum einen freies Assoziieren verwenden. Man nimmt einen Begriff und schreibt den nächsten Begriff, den einem dazu einfällt. Das wird dann häufig auch genutzt, um sogenannte Mindmaps zu erstellen. Oder beim freien Schreiben schreibt man einfach los, was man einfach zu diesem Thema, was einem einfällt. Alternativ dazu kann man auch sprechen, einfach mal laut über eine Sache sprechen, beziehungsweise man kann auch zum Beispiel beim Joggen über eine Sache nachdenken. Sie müssen es nur danach dann wieder festhalten. Beim Sprechen kann man sich auch selber aufnehmen und sich das nachher nochmal anhören. Manchmal hat man tolle Ideen und nachher sagt man, verflixt, ich hatte doch gerade eine sehr gute Idee. Oder man diskutiert mit anderen. So kann man also loslegen. Das größte Problem eigentlich beim Schreiben häufig ist ja, dass manche Leute sagen, sie hätten eine Art Schreibblockade. Dafür gibt es aber natürlich auch wieder Möglichkeiten, sich das zu überwinden. Und ganz wichtig meiner Meinung nach ist beim Schreiben, dass sie einfach loslegen. Skribbeln, also schreiben Sie einfach Ihre Ideen auf einem Blatt, ganz ungeordnet, einfach irgendwo drauf. Schreiben Sie auf loses Papier, nehmen Sie was dazu, so können Sie nachher Dinge nochmal dazwischen ordnen, umordnen. Sie sollten auf alle Fälle sich nicht von Fehlern irgendwie irritieren lassen, sondern tatsächlich sagen, es ist nur für Ihre Augen, experimentieren, irgendwo anfangen zu schreiben und dann anfangen, vielleicht das Papier zu markieren, dass Sie dann vielleicht einmal durchnummerieren oder Überschriften drauf tun, um nachher Dinge noch zu sammeln. Computer kann man nutzen, um zum Beispiel zu brainstormen, Dinge festzuhalten oder auch sich Strukturen aufzubauen. Also hier zum Beispiel sehen wir einen Hinweis auf eine Software-Bubble. Und natürlich, ganz wichtig, aus- und relaxen nicht vergessen. Ich habe vorhin schon das Joggen erwähnt. Zwischendurch mal ein bisschen Sport machen und ein bisschen einfach mal was anderes machen. Dann kriegt man auch wieder gute Ideen, die Schreibblockade zu überwinden. Gerade bei schriftlichen Aufgaben kann man so ein paar Schritte abarbeiten. Also das erste Wichtigste ist natürlich immer, die Aufgabe abzuklären.
Das heißt, Sie schauen sich an, wie ist die Aufgabe gestellt worden, was für Fragen haben Sie dazu. Zögern Sie nicht, den Dozenten nochmal nachzufragen, was genau gemacht werden soll. Lesen Sie sich dazu auch vor allem auch die Unterlagen gut durch und schauen Sie die Aufgabenstellung an, was da gefordert worden ist. Und dann können Sie anfangen zum Thema Brainstorming zu machen oder erstmal ein Schaubild zu machen, zu gucken, was Sie vielleicht bereits wissen. Und so, dass Sie auch vielleicht so Wissenslücken irgendwie schon mal die ersten klären, damit Sie wissen, was Sie lesen oder herausfinden müssen. Als nächsten Punkt geht es dann um die Informationen sammeln. Dabei sollen Sie, ein bisschen wählerisch eigentlich, einfach immer die ersten zwei Treffer auf Google nehmen, sondern tatsächlich nach Antworten suchen zu Ihren Fragen, also die dann auch speziell genug sind. Und bei jeder Information, die Sie sehen, sollten Sie sich fragen, brauche ich jetzt diese Information und wie will ich diese Information nutzen. Im Internet gibt es sehr viel. Wir haben uns schon in den vorangegangenen Episoden damit beschäftigt, Modul C Informationen sammeln. Da sollten Sie nochmal reinschauen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich notieren, wo Sie Ideen und Informationen gefunden haben, dass Sie gegebenenfalls nachher nochmal reinschauen können und zusätzliche Informationen dort suchen. Dann sollten Sie organisieren und planen. Hier sieht man sehr schön einen Jahresplan. Da ist so ein bisschen festgelegt, wann kann ich arbeiten, wann kann ich nicht arbeiten. Das ist schon so im Grunde der Jahresurlaub eingebaut. Und dann wird geplant. Wenn man wirklich jetzt ein längeres Projekt hat, dann kann man hier sehen, wann mache ich was. Da haben wir uns auch schon mit beschäftigt, mit so Dingen wie Projektplanung. Sollten Sie sich auf alle Fälle einen Plan machen, wie Sie vorgehen wollen. Und machen Sie erstmal einen großen Plan, damit Sie erstmal wissen, worum geht es insgesamt. Und das kann man dann klein brechen. Also gerade bei größeren Abschlussarbeiten, Bachelor, Master Thesis, aber auch bei einer Praktikumsplanung etc. Und da kann man sich immer wieder orientieren. Wo bin ich eigentlich? Was mache ich? Stecke ich zu viel Zeit momentan in eine Sache rein, die schon fertig sein müsste? Und bringt das überhaupt noch was, da jetzt mehr Zeit reinzustecken? Da können Sie also nochmal in die Episode 2 und 3, Modul B, erfolgreich studieren, reinschauen. Das sorgfältige Planen hilft Ihnen dabei, vor allem Wiederholungen zu vermeiden, die Materialien zu organisieren und die Gedanken zu ordnen. Sie wissen halt immer, was Sie eigentlich jetzt momentan machen wollen und können damit arbeiten. Nächster Punkt, erfassen, reflektieren, evaluieren. Da hat man viel, viel angeordnet und da haben wir auch im Modul Wissen verarbeiten, Modul D Wissen verarbeiten schon mit dran gearbeitet. Sollen sich fragen, okay, was haben Sie herausgefunden? Hat sich vielleicht auch Ihr Standpunkt geändert über das, was Sie dort gelesen haben? Kann man die Argumente, die man hat, auch untermauern? Das ist sehr wichtig in wissenschaftlichen Arbeiten. Haben Sie genügend Literaturstellen, Beispiele für die Aussagen, die Sie machen wollen? Und welche Argumente stehen eigentlich Ihrer Sichtweise gegenüber? Da muss man dann schauen, wie man das aufgreift. Und gegebenenfalls muss man noch ein bisschen mehr Informationen sammeln und Dinge lesen. Dann schreibt man eine Grobgliederung. Grob bedeutet, wie es schon so schön heißt, erstmal im Überblick und später fängt man dann an, die Grobgliederung zu verfeinern. Sie sollten den Entwurf einfach erstmal ganz schnell runterschreiben und dann anfangen, das zu überarbeiten. Gut ist zum Beispiel auch tatsächlich zu den einzelnen Punkten sich ungefähr eine Vorstellung zu erarbeiten, wie viele Seiten dafür da sind. Sie sollten sich anschauen, wie viele Seiten kann ich insgesamt schreiben und wie verteile ich meine Seiten darauf. Weil es hilft Ihnen später dann auch abzuschätzen, wie viel Zeit Sie wofür brauchen und auch während des Schreibens, dass Sie merken, ich habe jetzt hier schon 15 Seiten geschrieben, ich kann aber eigentlich hier nur 10 Seiten schreiben. Das heißt, Sie müssen es zusammenfassen und kleiner machen. So, dann kann man den Entwurf weiterentwickeln
Und das muss man sicherlich immer wieder überarbeiten. Ich vergleiche das immer mit dem Malen von einem Bild. Wenn Sie es schon mal vielleicht gesehen haben, wie ein professioneller Maler ein Bild malt, der fängt an mit, ja, vielleicht mit ein paar Bleistiftstrichen, wo er erstmal die Grundstruktur auflegt und dann fängt er mit Schicht für Schicht, legt er das darüber. Und so schreibe ich zum Beispiel auch Artikel. Also ich schreibe den Artikel und gehe dann immer wieder drüber und arbeite ihn aus. Das heißt, niemand schreibt einen Artikel einfach aus einem Stück und hat dann die fertigen Formulierungen, sondern das überarbeitet man immer wieder. Ja, man liest auch wieder seinen Text und denkt drüber nach, spricht vielleicht mit jemand anders und überarbeitet es dann wieder. Deswegen ist es auch ganz hilfreich, vielleicht ein Gerät zu haben, wo Sie Audioaufnahmen machen können, weil dann können Sie Ihren Text durchlesen und Dinge, die Ihnen auffallen, kurz mal reinsprechen in ein Audiogerät oder in Ihr Computer aufnehmen und das dann nachher dann ordentlich abarbeiten. Ja, und wenn Sie dann so ziemlich weit voran sind, dann vor allem korrigieren Sie die finale Version. Und dieses Feintuning, das kann man genießen, wenn man es von der Zeitplanung so ein bisschen geschafft hat, das nicht innerhalb der letzten 2 Stunden nachts vor der Abgabe zu machen. Wir sollten auf alle Fälle den Text sich auch mal laut vorlesen, um das zu testen, ob das überhaupt verständlich ist. Und prinzipiell muss man wirklich sagen, man muss den Text so lange umschreiben und überarbeiten, bis man damit zufrieden ist. Wenn man sich mal anschaut, wie Profis das machen, dann geht es immer wieder darum, um Umschreiben. Das heißt, das, was Sie am Anfang vielleicht als final gefunden haben, ist noch gar nicht final. Und hier sieht man so verschiedene Umschreibenmöglichkeiten, also einmal geschriebenes Füllen. Man kann einen geschriebenen Abschnitt nehmen und dann schreibt man ein paar weitere Details dazu. Man hat irgendwas gehört und sagt, das ist noch ein Thema, was damit hinein soll. Da schreiben Sie einfach als Stichworte hinein und später fangen Sie dann an, das Geschriebene dann aufzufüllen. Eine weitere Möglichkeit, wenn Ihnen was noch nicht so richtig gefällt, ist, dass man neue Ideen einbringt, dass man mit dem Geschriebenen sozusagen herumspielt, indem man zum Beispiel Reihenfolge von Sätzen oder Absätzen ändert, wenn man merkt, das funktioniert noch nicht so ganz von dem Gedankenfluss. Einige Wörter, die vielleicht nicht stimmen oder nicht passen, rausnimmt, ändert, mehr Details einführt, vielleicht Fragen einbaut, um den Leser besser zu führen und gegebenenfalls auch andere Sichtweisen mit aufnimmt. Und eine dritte Möglichkeit zum Umschreiben ist das Material organisieren. Auch da nehmen Sie wieder einen Abschnitt, lesen ihn durch und unterstreichen verschiedene Ideen mit verschiedenen Farben. Und dann am Ende schauen Sie mal, wie häufig sich die Farbe geändert hat. Und dann sieht man manchmal, dass man sehr schnell zwischen immer verschiedenen Ideen gesprungen ist. Und es ist schwierig für den Leser. Es ist besser, tatsächlich bei einer Idee zu bleiben, dann die nächste Idee und dann die dritte Idee vielleicht zu präsentieren und das dann später im Rahmen von einer Tabelle oder so dann gegeneinander abzugrenzen.